Willkommen zurück zu einer neuen Folge Darksiders 2, Folge 55. Heute in der Bresche unterwegs, auf dem Weg zum ewigen Thron. Geronimo. Genau. Hier ist noch unsere Bombe, die wir nicht brauchen. Komm mal her, heb sie mal auf, doch. Ja, fast wäre ich drauf reingefallen, aber nicht mit mir. So, wir können doch jetzt bestimmt, weil ich einfach richtig crazy vorgesorgt habe, an den Schalter ran pfeffern. Zack. Ach. Es muss ja vielleicht auch nicht ganz exakt sein. Das können wir aber vielleicht von der anderen Seite noch smashen dann. Nö, okay, dann nehmen wir doch den regulären Rückweg. Ist okay, ist okay, ist doch voll okay. So, da oben waren wir schon. Die Treasure Chest, da haben wir schon gekriegt. So. Achso, das geht auch gar nicht mehr jetzt. Okay, na gut. So, dann wollen wir auf zum Key. Das heißt, wir müssen hier einfach nur durch. Dann sind wir an der Key-Tür. Die können wir aufmachen. Den haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Da sind wir hier durch diesen crazy Spike-Garten da durchgegangen. Hier scheint mir nichts crazy Specialhaftiges zu sein. Nur eine Vorschau auf das, was uns gleich erwartet. Dann smashen wir den Key mal in die Fresse da rein. So. Gruselige Augentür. Geh auf. So. Genau, das haben wir gerade von drüben gesehen. Wow, was für eine Vorschau, ey. Das hat uns richtig geholfen, dass wir es gesehen haben, dass uns das erwartet. Hier können wir ran. Da unten sind Skelette. Wie, das Wort Witz? Drei lächerliche Skelette. Hallo Augentür! So, ich weiß gar nicht, warum wir... Oh! Fährmannsmünzen. Cool, noch eine Vulgrim-Münze. Ja, das war ein bisschen Zufall, dass ich die noch gesehen habe, weil ich hier immer so ein bisschen mit der Kamera hin und her switche. Offensichtlich, damit mir nicht so viel Zeug entgeht und... Offensichtlich geht mir auch nicht alles, wenn ich das mache. Bestimmt genug und einiges und überhaupt. Alter, was? Du willst auch auf die... Kriegst du, Alter. Boah, diese Einfrieren-Fähigkeit ist einfach so krass. Kaputt. Yeah. Oh, hallo Skelett. Nein, ich wollte es exekuten. Ach so, die kommen aus jedem von diesen Dingern raus. Nee, doch. Weiß ich nicht. So, kommst du jetzt auch hier raus? Nee, okay, die kommen also nicht aus jedem Lappen raus. Aber aus einigen. So, hier vielleicht noch eins drunter? Nee, okay, das ist ja nicht unter jedem. Kann ja nicht unter jedem eins sein. So, ist hier noch ein Bömpchen versteckt. Ja, na klar, natürlich. Warum auch nicht? Wo brauchen wir das denn? Da oben können wir uns rangrappeln. Aha. Erstmal da oben. Sauber. So, was ist hier noch versteckt? Eine Wuli-Münze. Nice.
Dann die Tür hier führt zu einem anderen Gebiet, oder? Da will ich noch nicht durch. Ich will hier erstmal noch meinen Treasure Chest abholen, Alter, meinen Loot holen. Ich habe Loot geleckt und will jetzt mehr. Ist hier das Skelett noch? Hier war doch eben noch eins. Einfach weggebombt? Oder war das höher? Weiß ich jetzt gerade nicht. So. So. Nochmal hoch. Hier könnten ein paar Gegner spawnen. Ist hier nicht noch eine? Drüben ist noch... Alter. Wo laserst du denn hin? Kann ich da irgendwie hinkommen? Ah, den muss ich hochfahren, den Typen. Okay. Easy. Kein Problem, Alter. Kein Problem. Irgendwie hier. Aua. Ach, Mist. Ach, ich bin ja ein Dödel, ne? Na dann, nochmal. So, also hier rüber. Ich dachte, wir können hier direkt so und dann, nein, also so und dann, genau, wir wollen jetzt auf die andere Seite. Und dann aber nicht hier nicht wieder hoch, sondern hier können wir ja auch außen rum gehen. Hier zweimal runter. Einmal, zweimal, genau. Und jetzt können wir da hinten zu dem Ding, wo wir uns grappeln können. Da, zu diesem lilanen Ding. Da, tot? Was war das denn? Ich habe keine Ahnung. Ja, okay, wir versuchen es nochmal. Okay. Gut, okay, dann nochmal. Tülü, tülü, weil ich da röhrig bin. So. Und runter. So, und... Achso, hier halten wir uns noch fest. Und... Und... sag mal... Okay, dann muss ich da also abspringen und grappeln. Aber Moment. Okay. War wohl nichts Lampenspezifisches. Ich glaube, ich will... das muss doch machbar sein, jetzt hier einfach mal ein bisschen hochzukommen. Was war das denn gerade hier noch? Von der Bombe das Licht hier hochgeschienen. So richtig so, falls du die Bombe nicht gefunden hast, hier liegt sie doch, du Idiot. Also, zack, abspringen, grappeln. Und Skelett zersmashen. Okay. Was pocht denn hier so komisch? So, ich will die Truhe und dann können wir weitergehen. Unmöglich. Eine unheimliche Glefe. Oh, hallo. Du hast die unheimlichen Geräusche gemacht. So, jetzt können wir hier auch weiter durch. Haben wir soweit gefühlt alles gelootet, was ich gerade spontan finden konnte. Hier ist ein Ort für ein Pferd. Der Schlund. Wo sind wir? Ach, hinter... okay, Klamm des Levitans, die Bresche. Jetzt sind wir mit dem Schlund. Ich schätze mal, wir müssen so... über die Brücke erstmal. Aber da wir das Pferdchen mitnehmen können, können wir erstmal umherreiten und gucken, ob hier irgendwo Vulgrim-Münzen sind oder... Todesbuchseiten oder. War halt irgendwie Zeug. Irgendwelche Collectibles. Seltsame Mythensteine, irgendwas. Scheint aber alles nicht so richtig der Fall zu sein. Dann spielen wir nochmal eine kleine Runde Skelett-Polo. Okay, das reicht. Jetzt geht's auch weiter hier. So, und hier ist dann, genau, und dann müssen wir hier nach rechts.
Yeah, also hier gibt es noch einiges zu erkunden, aber ich glaube, da wird uns die Story schon noch durchführen. So, Pferdchen, gib mal Kralle. Smash, ne? Oh, du bist auch dick hier, ne? So. Oh, Kacke, wo bin ich jetzt runtergefallen? Sag mal, wo führt denn das hier überall hin? Da ist eine Treasure Chest, die will ich haben. Ich bin heiß auf Loot. Ja, drop dich down, Alter, wir wollen die Truhe. Ja, okay. Ich glaube, da war gerade eine Vulgrim-Münze. Aber wo ist die Truhe, Alter? Oh, hallo. Die Skelettkrieger sind echt spannend, ey. Die kriegen einfach nur die... Ey, warum laggt denn das Spiel gerade so? Ist hier viel los, oder was? Ich krieg auch irgendwie keinen Schaden mehr von den Gegnern. Das ist ganz interessant. Voll der God-Mode aktiviert, ey. Nee. Was macht der Schalter? Ich hab's jetzt nicht gecheckt. Ich will doch nur in die Truhe. Kein Plan. Wahrscheinlich müssen wir einfach beide Schalter aktivieren. Ach, ich will die Portale hier. Das... Ja, okay. Wir müssen erstmal mit der Story weitermachen, bis wir hier die Portale haben. Dann können wir hier nochmal fleißig in Ruhe erkunden gehen. Das ist kein Ort für ein Pferd. Das ist kein Ort für ein Pferd. Irgendwie macht ihr mir kein Damage, Jungs. Ich habe keine Ahnung, warum die mir kein Damage machen. Kann ich nicht sagen. So, jetzt kann ich aber nochmal wieder reiten. Dann wollen wir nochmal gucken, ob wir in Richtung... Hi! Ob wir in Richtung... hier nach rechts kommen. Da ist noch eine Wuli-Münze. Smash! Okay, war jetzt noch nicht ganz der richtige Weg. Da geht's wohl eher hier lang. So. Okay, die können natürlich auch nicht an jeder Ecke irgendwas abgestellt haben. Irgendwas von den Collectibles. Aber so ein, zwei, drei mehr Sachen wäre auch nicht so verkehrt. So, erstmal hier runter. Ist hier irgendwas? Hit. Haben die was gesagt? Wir nehmen erstmal die Truhe mit. Oh, neue Sensen. Die sind stärker als unsere bisherigen? Moment mal. Hauptwaffe. Oh, wir haben stärkere Waffen als bisher. Okay. Die macht mehr Schaden und gibt uns richtig viel Gesundheit bei Exekutieren. Aber die gibt uns mehr und Reaper-Energie mehr. Aber die macht mehr Schaden pro Sekunde, ich weiß nicht warum. Welche sieht denn cooler aus? Ich glaube die hier. Wir nehmen die brutale Sense. Ach, die macht noch Inferno-Schaden dazu. Okay. Ja, nö, wir nehmen mal hier die brutale Sense. Die sieht krass aus. So, dann aktivieren wir den Hebel. Ich hoffe, wir kriegen mit, was der macht. Ah, okay. Da oben ist was. Ist das was von Ostergood?
Ah, was? Das geht auf Zeit. Dann müssen wir ein bisschen schneller sein. Das finde ich gerade cool, weil wir haben eigentlich die Knarre aktiviert. Wir können aber bei dieser Kletterpartie trotzdem hier unseren Grapple automatisch aktivieren. Relikt von Kargoth. Ein extrem seltenes Relikt, einst in den Händen der Kriegsherren der Kargoth-Dynastie. Verkaufe diesen Gegenstand an Ostegoth, um eine große Belohnung zu erhalten. Ja, gut. Alter, was? Ihr macht nur Damage? Das dürft ihr nicht. Ich muss meine neuen Sensen ausprobieren an euch. Nein, nein, nein. Oh, ich wollte gerade Gesundheit bei Exekutieren machen. Schade. Das hätte ich noch gern gemacht. So, hier müssen wir aber jetzt noch rein. Okay. Gut. Wo führt denn das jetzt hin? Wo sind wir denn überhaupt? Spiel hat gespeichert. Oh, hallo Steine. Ah, hier ist eine Wuli-Station. Dann würde ich sagen, an der Vulgrim-Station. Alter, was? Ihr könnt hierher kommen? Ich muss sagen, damit habe ich nicht gerechnet. An der Vulgrim-Station machen wir Pause und sehen uns dann hier. Komm näher und sieh, was Vulgrim zu bieten hat. Nein, wir schauen uns erst in der nächsten Folge an, was Vulgrim zu bieten hat. Bis dahin. Tschüss.